Herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Folge und man kommt noch nicht rein. Wir spielen wieder ohne Texture Pack dieses Mal, weil, wie ihr hier seht, 1.4.2 hier oben. Hier. Und ja, ich bin gerade gestern Abend, war noch die 1.3.2 draußen und heute früh, jetzt 14 Uhr, ist auf einmal die 1.4.2 draußen. Und ja, da hängt anscheinend noch was. Optifines ist auch keins drin, sonst hätte ich ja das Texture Pack drin gelassen. Und ja. Gut, was mache ich jetzt? Mal schauen. Ich weiß gar nicht, was in der 1.4.2 alles neu ist. Meine Patch, wie heißt das? Patch Notes ging nämlich nicht zu laden gerade. Brot hier rein, das brauchen wir auf jeden Fall. Ach, schauen wir einfach mal zu die Hühner hin. Und zum Weizen. Und ja. Ich will nämlich jetzt eine Sips, also eine erleichterte Weizenfarm bauen. So. Und dann, jetzt kommt nicht, hey, das hast du von Gronkh geklaut, sondern das habe ich in meiner privaten Map auch schon von geklaut, bevor Gronkh das hatte. Ja. Und da ist noch eins, fertig. Habe ich da irgendeins übersehen? Nein, gut. Oh, da sind die Monster ein. Mal gucken. Ja. Dann gehe ich mal kurz ins Haus, hole die Axt noch da die Bäume da weg und brenne sie dann auch mal nieder. Und ja, dann bauen wir, machen wir uns mal gleich an die Weizenfarm. Das da rein, dann machen wir uns gleich ein paar Brote mehr. So, da ist rein. Wo ist die Axt? Axt, hallo. Ach, da ist ja, da brauchen wir gleich eine neue. Und Feuerzeug müsste da drin sein. Gut. Dann hier ein, zwei, drei Cobblestone. Dann hier gleich mal eine neue Axt. Jetzt hat er erstmal Holz ernten und dann. Ja, dann Weizen fahren. So. Dann Achievement Getting Wood. Ich habe noch nie Holz abgebaut. So. Dann hier. Ich müsste mal überlegen, soll ich auf das Haus da am Dach bauen oder. Soll ich das einfach mal wegreißen und komplett ein neues bauen? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. So. Ja, so viel Holz. Hier das weg. Machen wir ein Lied weiter. Und ich kann jetzt mal kurz live vor Kamera schauen. Moment. Oder na gut, ihr seht ja nicht, aber ich habe jetzt hier rechts mein Minecraft-Fenster geöffnet, den Launcher, da müsste ja gleich drin stehen, was sich verändert hat. Hoffe ich mal. Ist jetzt leider sicher nochmal. Komm, lade dich, ich habe noch Internet. Hoffe ich. Ja, mit Skin spiele ich zumindest. Ja. Und wenn ihr dann geladen habt, kann ich ja gleich mal vorlesen, was sich geändert hat. Die ist dies nicht lösen. Das kann doch nicht sein. Okay, dann wenigstens mal Internet Explorer. Oh nein, ich benutze nicht Internet Explorer, aber ich sag dazu nur Internet Explorer. So. Dann Moment. 1.4 Craft. So. Hat sich darin geändert. Da kommt gleich die Modliste.
Egal, jetzt mache ich hier erstmal weiter und dann werden die Blätter decayen. Schaue ich da mal nach. So, aber ich sehe gerade, Optifine ist schon draußen und Too Many Items ist auch schon draußen. So. Dann, da ist Holz drunter. Dann hier noch. Auch noch. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Abstand habe ich mir gelassen. Immer. Wo sieht man es am besten? 1, 2, gut, immer zwei Blöcke. Da hier oben, da kletter ich nicht rauf, da mache ich einfach mal kurz so. Hopp. Und ich sehe, ihr hört schon den Sounds. Na gut, ich gehe lieber vom brennenden Baum runter. So. Hallo? Ja, ich brenne. Bin ich aufgehört zu brennen. Ich hätte zwar eigentlich auch schnell hier reinspringen können, aber das ist ja klar. Warte, neue Sounds beim Laufen höre ich gerade. Ich lege mich jetzt mal kurz ins Bett und schau da mal. Also. Ja, und wo ist da ein Monster? War nicht. Und dann, wo muss denn da eins sein, da in der Pilzbar? Ja, da ist eins. Wusste ich doch. Ihr hört schon die neuen Geräusche. So, jetzt schlafe ich mal schnell, dann schaue ich mal nach, was sich alles noch geändert hat. Ja. Ich mich jetzt an, hier. Peaceful. Da kann ich jetzt schlafen. Also. Patch Notes. Wo ist es denn? Minecraft Wiki. Da. Schauen wir doch mal schnell. Mit der Zeit kann ich hier mal runter. Was sind wir denn hier? 1.4.2. Wir haben das jetzt auch. Das sind aber ganz schön viele. Scroll, scroll. Das Server interessiert uns nicht. Slot, Server. Es gibt neue Serverbefehle. Gut, bin gleich unten. Dann viele Bugs wurden gefixt. Jetzt haben wir hier schon kein schönes Optifine mehr, wo wir hier einfach ewig weit sehen können unten. So. Dann scrollen wir kurz weiter. Es wurde der Command-Block hinzugefügt. Mob Spawner ist irgendwas Neues dazugekommen. Ich bin jetzt zu faul zu lesen, weil das sind keine Ahnung, wie das ist. Ja. Dann ja, Blumentöpfe gibt's, Repeater kann man jetzt sperren, dann Cobblestone, Fences gibt's jetzt. Dann. Man kann ja, jetzt gibt's Bilder, wo man Items anstellen kann, dann es gibt Mob-Köpfe, die wo man sich die wo ganz selten gedroppt werden. So. Ich schaue jetzt mal kurz auf die Zeit. 9 Minuten, gut. Dann Trapdoors können jetzt nicht nur unten platziert werden an einem Block, sondern auch oben. Dann Buttons gibt es jetzt auch aus Holz. Dann TNT kann man jetzt mit brennenden Pfeilen entflammen. Ach, Kartoffeln gibt's. Wo gibt's die?
Jetzt. Gut, schau ich lieber auf den Weg, wenn ich geflabbert hab. Steht mir da los, Kartoffeln gibt und Karotten. Gibt's auch, aber steht auch nicht, ob es die gibt. Dann Kürbiskuchen gibt's. Nettersterne, ich weiß nicht mehr, was das ist. Wegen weiter runter. Es gibt dann neue Mobs, also einmal eine Widder, dann wieder Skeletons und ich höre mal auf, jetzt die ganzen Update-News vorzulesen, weil es interessiert sowieso manche noch. Das habe ich ja anstatt, das habe ich schon von manchen als Feedback gehört unter meinen Zeitreisen-Let's Plays. Ja. Dann. Ich kann jetzt mal gleich das mit die Trapdoors ausprobieren, wenn wir endlich oben sind. So, jetzt rein. Dann meine Zeit im Vordergrund, damit ich sehe. So, probieren wir das mal gleich mal aus. So. Und so. Gut, klappt sich ganz normal nach unten. Und 64 Holz tun wir mal raus und dann steht auf 30 mit. Ja. Bauen wir es jetzt hin, pflanzen wir mal neu an. Dann hier muss ich das mal mit Holz ausfüllen. Ah, ich bin schon vorbei. Hier, da liegt noch ein Setzling rum, da liegt noch ein Apfel rum. Das hier 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Block. 1, 2, 3, zack. Immer 3 Abstand, 1, 2, 3, Block. Ich setze es jetzt einfach so auf Sicht. So, hier geht's nicht, hier geht's nicht, und hier geht's auch nicht. Gut. Das haben wir noch mal Eisen bauen. Und. Wo stellst du denn die letzten zwei Bäume auf? Da. Und da. Und dann ist die Folge auch schon fast wieder rum. Ein Apfel. Kann ich nicht essen. So. Soll ich mal anfangen? Ich könnte mir mal Platz für die Weizenfarm suchen. Und ich glaube, ich habe schon einen Blick. Also hier so anfangen. So eine Weizenfarm, hier so breit. Und dann hier so runterlaufen lassen. Und ich glaube, wenn wir ein nächstes Haus bauen, das bauen wir dann irgendwo hier unten, machen dann einen Tunnel bei unserem Keller da unten. Weil ich habe da keine Lust, jedes Mal da rauf und runter zu springen. So. Und bevor ich jetzt irgendwas Neues anfange, esse ich hier den Apfel. Und dann stelle ich mich in mein Haus. Oder vor's Haus. So schräg. Und ja. So, tschüss, die Let's Play Folge. Denkt dran. Schreibt mir in die Kommentare, soll dieses Haus hier bleiben oder sollen wir gleich ein neues bauen? Oder sollen wir das verbessern irgendwie? Und dann sage ich tschüss, bis zur nächsten Folge. Ja.